Heute werde ich die Welt an mich reißen. Denn ich, Dr. Eisenfaust, werde heute meine ultimative Waffe in die Welt setzen. So, aber genug geswafelt, ab ins geheime Labor. All die jahrelange Forschung, die ich hier allein im Labor verbracht habe, wird sich nun heute auszahlen. Die schlaflosen Nächte, keine Freunde, ganz alleine mit meinen Robotern. Heute werde ich definitiv die Welt an mich reißen. Und da ist meine Geheimwaffe, der ultimative Kampfroboter. Den werde ich heute zusammenbauen und dann in den nächsten Tagen auf die Welt loslassen. Die Welt wird sich noch wundern. Alle Welt wird meinen Namen kennen. Dr. Eisenfaust. Hei. Und niemand kann mich aufhalten. So. Ein ultimativer Roboter braucht auch einen ultimativen Körper. Diesen eisernen, stahlenden Körper, der aus übelsten, krassen Metall zusammengebaut wurde. Den kann niemand aufhalten. Das wird das Herzstück des Roboters sein. Und ein ultimativer Roboter braucht auch einen ultimativen Kopf. Die ganzen Technik, die darunter steckt, die ganze künstliche Intelligenz, die nur auf mich reagieren wird, das kommt auch noch drauf. So, und ein ultimativer Roboter braucht auch ultimative Waffen. Deswegen werde ich hier eine Kreissäge mit dran löten. Die Welt wird sich wundern. Ah, super, das ist doch bombenfest. Dann kann ich ja direkt weitermachen. Roboter-Skorpion, ich brauche die ultimativen Schulterpanzerungen. Bringen Sie mir einmal her, bitte. Super, Roboter-Skorpion, vielen, vielen Dank. Mindestens einer meiner Erfindungen, die funktionieren hier im Raum. So, ultimativer Roboter, hier sind deine ultimativen Schultern. Damit kriegst du eine sehr, sehr, sehr starke Panzerung und deine Waffen werden sowas von ultra stark sein. So, natürlich brauchst du auch einen zweiten Arm. Hier kriegst du einen Klemmarm. Das ist ein sehr, sehr starker Roboter. Die Welt wird mir zu Füßen liegen und meine Füße küssen. So, der Roboter ist zusammengesetzt und jetzt wird es Zeit, den Roboter zum Leben zu erwecken. Ab rüber mit dir da drüben in die Aktivierungsstation. So, jetzt nur noch die Haube auf den Kopf auf ultimativen Roboter setzen und dann die Maschine aktivieren und alles kalibrieren. Dann sollte der Roboter funktionieren und nur auf meine Stimme hören. So, die Haube ist draufgesetzt. Ich kann mit der Transformation beginnen. Computer, zack, die Werte laufen. Das sieht spitze aus. Ja, Countdown in 3, 2, 1, Aktivierung. Oh, das sieht super aus. Das sieht verdammt super aus. Mein Plan, der wird funktionieren. Ich glaube, da tut sich auch schon was. Oh mein Gott, die Maschinen im Brustkorb, die laufen. Mein ultimativer Roboter füllt sich mit Energie auf. Das kann doch nur funktionieren. Ich glaube, es funktioniert. Dann machen wir den ersten Test. Ultimativer Roboter, wer ist dein Gebieter? Dr. Eisenfaust ist mein Gebieter. Es funktioniert. Es funktioniert. Der ultimative Roboter reagiert auf meine Stimme. Ultimativer Roboter, was ist deine Mission? Meine Mission ist es, die Welt zu zerstören. Klasse, klasse. Die Kalibrierung ist zu 100% abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal, wie die Methodik ist. Roboter, komm zu mir. Super, der ultimative Roboter kann sich bewegen. Und es funktioniert alles einwandfrei. Moment mal, was passiert da? Warum raucht es auf einmal so? Nein, bitte geh nicht kaputt, bitte geh nicht kaputt. Nein, Himmel, Ass und Zwirn, mein Roboter ist kaputt gefangen. Der ist ja einfach auseinandergefallen, nicht schon wieder. Das kann doch nicht sein, dass mein Plan schon wieder zunichte gegangen ist. Ich muss wieder wohl weiter an meinen Bauplänen arbeiten. Computertagebuch, Versuch 1337 ist wieder fehlgeschlagen. Wir werden morgen mit Versuch 1338 fortfahren und mit den neuen Bauplänen beginnen. Hey Leute, das war's leider schon wieder mit dem Video. Oben rechts könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr auch auf die Glocke klicken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!